Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! So, schlagt sie zurück! Fallen. Schlagt sie Schließt zurück! Schließt die Reihen! Die Rune auf dem Weg! Für die Rune! Ihr Haltet beide könnt euch bitte Männer. Helfen! Schlagt sie zurück! Die Rune Schließt besiegt. Die Reihen! Greift sie an! So, und dann können wir das benutzen. Die verdorrte Pflanze. Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, von dem allerdings nur verfaulte Reste übrig sind. Die Sorte wirkt verdorben und ein übler Geruch steht in der Luft. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine Mulde mit fruchtbarer Erde. Den Baumsamen der Dryade in die Mulde einpflanzen. Aus dem Samen der Lebensalbe schießen grüne Sprösslinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des alten und erstrahlt im frischen Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtigt sich. Ihr habt den Ort gereinigt. Flosch. Ja. Ich habe immer noch einen Samen übrig, der nicht genommen wurde irgendwo. Hier, sofort! Gut, speichern wir sicherheitshalber nochmal, dass ich das nicht alles nochmal machen muss. Mir nach! Auf meinem Befehl! Schnell! Hier steht ein eiserner Soldat herum. Also eine Rüstung eigentlich nur. Ja, aber um da durchzukommen, müssen wir wahrscheinlich uns erst einmal um den Traumdieb kümmern. Also gucken, was das Opfer uns zu sagen hat. Das arme Opfer. Aber wenigstens sind wir da schon mal hier unten fertig. Ja, vorwärts! Folgt mir! Schnell! Tötet mich! Bitte! Was? Warum? Der Traumdieb. Ich bin sein Opfer. Er frisst meine Gedanken, meine Gefühle. Es tut so weh. Bitte tötet mich. Macht dem ein Ende. Kann ich den Traumdieb erschlagen? Er nährt sich von meiner Kraft. Solange ich lebe, ist er stark. Ihr müsst mich töten, dann könnt ihr ihn besiegen. Bitte zögert nicht. Seine Gedanken sind so schrecklich kalt. Tut es, schnell, bitte. Ihr seid mein einziger Ausweg. Lasst mich nicht noch mehr Jahre leiden. Redet keinen Unsinn. Ich befreie euch. Ihr seid ein guter Mensch, aber dumm. Versteht ihr nicht? Meine Kraft nährt ihn. Das lasst meine Sorge sein. Ich löse eure Ketten. Er hat euch bemerkt. Jetzt werdet ihr gegen ihn kämpfen müssen. Er wartet in der Stadt auf euch. Seid vorsichtig. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Ja. Welches Level hast du? Ach, nur 54, okay. Auf mein Kommando. Folgt mir. Haben wir eine neue Quest, das Opfer, ja.
Eine Gefangene der Stadt der Seen wird von einem Traumdieb gequält. Er lehrt sich von der Kraft ihres Geistes. Sie hat euch gebeten, sie zu töten, da sonst der Traumdieb durch ihre Stärke zu mächtig wird. Besiegt den starken Traumdieb. Der Traumdieb hat euch bemerkt und stärkt sich mit der Geisteskraft seines Opfers. Er erwartet euch in der Stadt, um euch zu knechten. Schnell! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Auf dem Weg! Schlag sie zurück! Zeichen! Zum Angriff! Eure Blut! Ja! Stirb! Feindlicher Angriff! Also so stark ist der Feindlicher Angriff nicht. Hey, eine Hatiko-Puppe des Erzmagiers. Haben wir, glaube ich, schon eine, oder? Ja. Ich bin frei. Der Traumdieb ist fort. Ihr habt ihn besiegt und ich lebe. Nach all diesen Jahren, endlich kann ich nach Hause. Sollen die Schätze dieser elenden Stadt doch mit ihr verrotten. Wenn ihr weiter in die Stadt wollt, noch ein Hinweis. Der Gnomling ist nicht, als was er scheint. Ihr müsst den Wahren finden, um siegreich zu sein. Und jetzt nach Hause. Ich werde euch nie vergessen, Freund. Danke. Der Gnomling. Oh, die Tür, das Tor ist offen. Aber jetzt habe ich... Hier! Sofort! Schön brav meinen Golem mitnehmen. Schnell! Und das hier ist, glaube ich, das Konstrukt, was wir suchen, um es gegen den Ifrit zu tauschen. Dunkelgule. Na, mal gucken, was wir hier so noch alles finden. Auf mein Kommando! Folgt mir! Auf jeden Fall hier unten noch die Kristalle zerschlagen. Sofort! Schnell! Zum Angriff! Schließ sie ein! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Legionäre sind zum Glück nicht stark. Ja, vorwärts! Zum Angriff! Bereit und los! Vorwärts! Schnell! So, ich kann dir das Heldenmonument hier mal aufgeben. Hä? Auch gut. Ihr entdeckt ein kleines Geschäft, das ganz aus Metall zu bestehen scheint. Es gibt ein Ticken und Summen wie ein Uhrwerk vor sich, steht allerdings völlig regungslos. Der viele Staub hat sich auf den Schultern des Geschöpfes angesammelt. Es scheint schon seit Generationen an diesem Fleck zu stehen. Das mechanische Geschöpf mitnehmen. Die Kreatur rührt sich kaum, als sie ergreift. Sie dreht nur leicht den Kopf in eure Richtung, erstattet aber wieder zur Leblosigkeit. Ihr verwahrt das Geschöpf in eurer Tasche. Ernsthaft? Ja. Oh, ein Erzdämon. Alte Mumien. Ich will jetzt erst einmal hier runter zum steinernen Wächter. Vorsicht!
Oh, die Dinger hier zerschlagen. Ja, steht überall, dass wir es zerschlagen. In der Schale ist ein sehr harter Kristall eingelassen. Eine magische Aura geht von dem Kristall aus. Das Glühen in seinem Innern erinnert euch an einen Herzschlag. Der Kristall ist sehr hart. Normale Waffen sind hier nutzlos. Nur ein anderer Kristall kann ihn brechen. Das Diamantschwert dazu benutzen, den Kristall zu zerschlagen. Der Kristall zersplittert in 1000 Stücke, aber auch das Kristallschwert hält den Schlag nicht aus und zerspringt. So. Damit sind wir auch die Kristallschwerter los. Ich weiß nicht, will ich mich mit dem Erzdämon anlegen? Vorsicht! Auf mein Vorwärts. Kommando! Eigentlich ja, warum nicht? Schnell! Und los! Und los! Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Oh, so stark ist er nicht mal. Feindlicher Angriff! Also ja, er macht gut Schaden. Okay, und sofort ein Erzteufel. Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Stehe bereit! Sie sind überall! Den kann ich wahrscheinlich nicht versteinern, oder? Nein. Verstärkt die Aber Deckung! Aber Eis sollte gegen ihn helfen. Verstärkt die Deckung! Er ist nur jetzt mehr pisst auf unsere Heilerin. Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Für die Rune! Feindlicher Angriff! Greif dir mal etwas an, was du nicht so gut treffen kannst. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Jetzt wird's aber... Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Okay, jetzt wird's... Auf meinem Befehl! Folgt mir! Mir nach! Jetzt wird's zu heftig. Vorwärts! In die Schlacht! Und los! Mir nach! Okay. Auf meinem Folgt Befehl. Mir. Schnell! Gut. Ah, der Gnomenling. Schlag sie zurück! Auf mein Und Kommando! Los. Zur Ehre Aonirs! Mir nach! Sie sind überall! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Zur Ehre Zurück mit Aonirs! Hierin? Hockt hier rum? Sie sind überall! Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück!
Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Die Frage ist doch, wo ist der echte Gnomenling? Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando! Sie sind überall! Und los!